Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Return to Monkey Island begrüßen zu dürfen. So, wir haben hier das große Geheimnis und ich habe noch keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich denke, es hat irgendwas mit den hier zu tun. Eine der Steinplatten des Altars scheint während des Rumpelns heruntergefallen zu sein. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Nach 4 weiteren Jahren auf hoher See taten ihre Holzbeine langsam weh. 3 Schritte rechts und 2 links, oh Schreck, da fielen sie vom Deck. Und sie trafen Davy Jones auf einen Tee. Also nach 4 Jahren... 3 rechts, 2 links... Aber das bringt uns ja eigentlich überhaupt nichts für das Ding hier. Ich habe ja gedacht gehabt, dass das irgendwie ein Hinweis auf das Datum wäre, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Wir haben keine Jahreszahl mit 432 da drin. Mit dem Hut von Madison scheint auch nichts zu tun zu haben. Ist das irgendwie vielleicht das eine... bei den Statuen oben, dass wir jetzt da was Neues kriegen, wenn wir es dann nochmal anschauen? Nachdem wir das Ding jetzt gelesen haben. Dann jetzt läuft überall auf dem Boden eine Art Öl aus. Nee, okay. Vielleicht ist ja durchs Rumpeln ist auch irgendwie was passiert hier. Eingestürzter Gang. Da komme ich auf keinen Fall durch. Kopf hoch, kleiner Mann. Das sagt er immer dasselbe. Die schlauen Augen lassen einen höheren Rang vermuten. Deshalb nehme ich an, dass es sich um den Irrtum. Diese Schulterklappen verdienen ihre eigene Postleitzahl. Es sind alles genau dieselben Dinger. Hat sich hier was geändert? Also ich glaube, draußen waren wir ja schon. Da scheint sich ja auch nichts geändert zu haben. Ich frage mich, ob der Papagei etwas mit dem Auge zu tun. Das kann ich nachempfinden. Ich taufe ihn Captain Schielauge. Ja, okay, das sind alles genau dieselben Dinger. Da ist nicht wirklich was. Moment. Ich glaube, ich habe was gerade gesehen gehabt. Seht ihr das hier oben? Da steht was. Das ist doch eine Jahreszahl, 1590. Ob es damit was zu tun hat? Ich meine, bei den anderen standen da auch Jahreszahlen drauf? Nee, aber es ist ein Gesicht abgebildet. Das ist der untere Teil. Okay. Ob es das jetzt gewesen ist? Was war's? 1590. Gibt's 1590 hier drin? 1550? 75? 90, perfekt. Dann das Äußere, das müsste... Das müsste doch jetzt der hier gewesen sein, oder? Ja, so wie ich den Hut abgezeichnet habe, ja. Und das ist eindeutig das hier. Das war ja nicht dieses Ding hier, oder? Das war doch das hier mit so einem Hut hier. Aber es passiert nichts. Ja, guck, das mit diesem Hut hier, mit diesem Ding hier.
Nee, das müsste doch gut sein. Aber vielleicht kommt jetzt das Steinrätsel nochmal dran. Nach 4 weiteren Jahren auf hoher See taten ihre Holzbeine langsam weh. 3 Schritte rechts und 2 links, oh Schreck, da fielen sie vom Deck. Ich glaub, und sie trafen Davy Jones auf einen Tee. Ja, ich glaube, ich hab's. Beziehungsweise, ich weiß es nicht, ob ich's hab oder nicht hab. Aber die eine Scheibe hier, die große hier, die dreht sich nach rechts hier. Vielleicht muss man die dreimal drehen. Die hier dreht sich nach innen. Das ist zweimal. Und bei 4 hat er doch Datum was gesagt gehabt. Nach 4 Jahren, da ist vielleicht ein Datum gemeint. Aber wie ist es denn mit der Reihenfolge? Heißt es, ich muss das hier 4-mal drücken, dann 3-mal das große und 2-mal das kleine? Oder muss ich vom großen Rad, kleine Rad und dann das hier? Ich probiere es erstmal mal so, wie er es sagt. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Es war's. Ha! Sehr schön. Hä? Was? Ich war gerade tief in den von Pilzen und Lava durchzogenen Höhlen unter Monkey Island. Und jetzt bin ich? Oh nein. Nein, noch nicht. Auf Mealy Island? Ah, guck mal, wie die Möwe und das Ding hier ist. Ist das nicht... Das erinnert mich an, Dings, an das Ende von Monkey Island 2. Wo man auf einmal auf den Jahrmarkt gewesen ist. Treffer! Gratis Popcorn! Schön, dass du es endlich geschafft hast, Junge. Stan? Es ist Geschäftsschluss und alle wollen nach Hause gehen. Letzte Chance, den Schlüssel auszuhändigen, Schlosserin. Was soll das heißen, es ist Geschäftsschluss? Was? Ich bin gerade erst gekommen. Ach, dafür habe ich keine Zeit. Ich bin spät dran für ein wichtiges Meeting. Nimm meine Schlüssel und schalte alle Lichter aus, bevor du gehst. Ich bin für nichts verantwortlich, was nach Geschäftsschluss passiert. Guybrush, bist du bereit zu gehen? Was? Letzte Chance, den Schlüssel auszuhändigen, Schlosserin. Was? Okay. Ich gehe mal kurz speichern. Ich bin mir nicht sicher, wo ich auf einmal bin. Du bist genau hier bei mir. Aber wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Ich war gerade im Untergrund auf Monkey Island und jetzt sind wir auf Mealy Island? Manchmal vergehen die Dinge wie im Flug, wenn man Spaß hat, nicht wahr? Hast du etwas Neues mit deinen Haaren gemacht? Es wurde im Kampf zerzaust. Es gefällt mir. Wie ist es mit Flair gelaufen? Sagen wir einfach, ich habe meinen Standpunkt klar gemacht. Wie bist du vor mir hierher gekommen? Du weißt, dass ich immer versuche, einen Schritt voraus zu sein. Ja, das ist wahr. Aber wir schauen uns noch ein bisschen um. Ich werde mich noch ein bisschen umsehen. Historisches Wahrzeichen. Das ursprüngliche Geheimnis. Ein Piratenabenteuerpark. Gegründet 1989 von R. Gilbert. R. Gilbert wahrscheinlich. R. Gilbert. Okay. Hüte deine Zunge. Das ist Eigentum der Seeteufel. Der Schalter ist verschlossen. Ich bin ein Opfer der Umstände. Mist. Stan macht LeChuck jedes Mal besser. Das Geheimnis ist mein.
Jedes Mal, wenn ich hierher komme, legt Stan noch eine Schippe drauf. Aber es steht immer noch LeChuck 0, Guybrush Threepwood 6. Das Geheimnis ist mein! Ja, was? Nette Wendung mit Madison, Trent und Lila. Das Teamwork hat mich für eine Weile getäuscht. Das Geheimnis ist mein! Und vor allem Guybrush sagt, er war schon mal hier. Und Stan macht es immer echter. Nun, zurück zu meinem langweiligen Job als Buchhalter. Bis zum nächsten Mal. Was? Ich hätte sofort ahnen müssen, dass Stan seine Finger im Spiel hat, als ich sah, wie billig und kitschig das hier alles ist. Die Truhe öffnen, Schlüssel besorgen, mit Elaine nach Hause gehen. Verflixt, sie ist verschlossen. Aber wenn es doch nur einen Schlüssel gäbe. Wir haben Stans Schlüssel. Dieser Schlüssel passt nicht. Treffer! Gratis Popcorn! Ich würde jetzt ganz gerne das Ding hier aufmachen. Aber können wir auch einfach so gehen, ohne das Ding aufzumachen? Treffer! Gratis Popcorn! Dieser Schlüssel passt nicht. Oh, Moment. Da ist ein Schlüssel. Was für ein Glücksfall. Die Schlosserin hatte den Schlüssel die ganze Zeit. War enttäuschend einfach. Ich frage mich, was hier los ist. Interessant. Ich habe das Geheimnis von Monkey Island gefunden und alles, was es war dieses blöde T-Shirt. Ja. Wir haben das Geheimnis, ist also ein T-Shirt. Okay. Dann machen wir mal die Lichter aus. Wo ist noch Dings zum Ausmachen? Da ist noch zum Ausmachen. Haben wir sonst noch irgendwo was laufen? Es ist zu dunkel, um dorthin zurückzugehen. Ja, dann sind wir, denke ich, bereit. Ich bin bereit zu gehen. Gut. Ich auch. Das war ein albernes Ende. Es ergibt doch keinen Sinn. Du bist mies, wenn es um das Ende geht. Ich dachte, du magst alberne Enden. Du und Chucky spielt das Ende von Monkey Island 2 wirklich albern. Das ist etwas anderes. Wir sind Kinder und wir albern nur herum. Du bist derjenige, der gesagt hat, dass man die Dinge nicht einfach ändern kann. Du hast gesagt, so funktioniert das Geschichtenerzählen nicht. Habe ich das? Ich will das Geheimnis wissen. Du musst mir sagen, was du wirklich in der Truhe gefunden hast. Das Geheimnis waren in Wirklichkeit die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Geschichten sind ja vor allem der Mittelteil. Und da sind die meisten guten Sachen drin. Das klingt wie eine dieser dummen Erwachsenen-Antworten. Mom, Dad will mir nicht sagen, was das Geheimnis ist. Füllst du den Kopf unseres Sohnes wieder mit deinen haarsträubenden Geschichten? Ich habe ihm die Geschichte erzählt, wie wir das Geheimnis von Monkey Island gefunden haben. Oh, die... Jedes Mal, wenn du diese Geschichte erzählst, wird das Ende seltsamer und seltsamer. Lasst uns zu den Docks gehen und zusehen, wie die Galeone ausläuft. Juhu! Ich habe die verlorene Karte zum Schatz von Maya Island gefunden. Das wird ein lustiges Abenteuer. Wir sehen uns unten.
Okay, das war also Return to Monkey Island, das neueste Monkey Island von Ron Gilbert. Ja. Also zum Spiel, der Anfang fand ich ziemlich cool, dass er quasi das den Schluss von Monkey Island 2 revidiert haben und gesagt haben, ja, das ist eigentlich die Erzählung von, das sind eigentlich die Kinder oder das Kind mit Freund von Guybrush und erzählt es in der Zukunft. Das ist dann einfach nur so. Okay. Dann die Rätsel fand ich ziemlich cool eigentlich, bis auf das eine Rätsel, wo man einen Gegenstand zweimal anschauen musste. Das war ein bisschen blöd, aber ansonsten fand ich es so ziemlich gut, aber auch teilweise relativ leicht. Am Schluss habe ich ein bisschen gehangen, aber ja gut. Die meiste Zeit waren es relativ einfach und das auch schwierig. Die Story selber fand ich eigentlich auch nicht schlecht. So ein bisschen mit der Geheimnissucherei. Was ich ein bisschen blöd fand, das Geheimnis ist dann die ganze Zeit in einem Safe gewesen, der auf Monkey Island war und dann wieder zurückgebracht worden ist nach Mady Island. Das fand ich ein bisschen, ja, das ist seltsam, aber okay. Die Schlüsselsuche fand ich am besten. Die fand ich dann ziemlich cool, wenn man die Schlüssel gesucht hat, um das Ding aufzumachen. Ja, das Ende ist schlimmer als Teil 2. Aber wie Adain schon sagte, er erzählt ja die Geschichte und seine Enden werden anscheinend immer seltsamer. Das heißt, das Spiel hat eigentlich gesagt gehabt, Monkey Island 2 hat kein Ende gehabt. Kein richtiges. Das Ende war, dass wir LeChuck irgendwie mit Voodoo bekämpft haben und da muss irgendwie was passiert sein. Teil 3 fängt ja dann an, dass man auf so ein Jahrmarkt-Dings gewesen ist. Dann Jahrmarkt der Verdammten. Und dass wir quasi verflucht worden sind. So wird es dann auch in Teil 3 erklärt. Aber im Großen und Ganzen hat Teil 2 kein Ende. Und dieser Teil hat auch kein Ende, weil das Ende war eigentlich, dass LeChuck mit dem Geheimnis entkommen ist. Wir folgen ihn und sind auf einmal wieder auf einer Art Erinnerungsstück, wo die Geschichte nacherzählt wird von Stan. Das heißt, das Ende gibt's gar nicht mehr. Und es passt ja auch zu diesem Jahrmarkt, der als Erinnerung gemacht worden ist. Für die ganze Sache. Also in der Zukunft. Als Erinnerungsteil. Dass da das Geheimnis einfach nur so ein lausiges T-Shirt ist. Aber was ist wirklich das Geheimnis? Er kann mir nicht sagen, dass das wirklich das Geheimnis gewesen ist. Das heißt, wieder ein Monkey Island, wo das Geheimnis nicht geklärt worden ist, weil das Ende des Spieles fehlt. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin ein bisschen über das Ende, ja, nicht entsetzt, aber ein bisschen erstaunt, verwundert, enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ich enttäuscht bin. Vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein bisschen. Sprachlos, glaube ich, würde es eher treffen. Ich glaube, ich bin sprachlos über das Ende. Damit habe ich nicht gern. Ich dachte irgendwie, das wird auf jeden Fall, keine Ahnung, vielleicht ein Skript von Monkey Island von Ron Gilbert oder so irgendwas sein. Oder irgend so etwas. Aber dass das Ende wieder komplett fehlt und er dann wieder auf so einen Jahrmarkt ist. Ja, das fand ich schon irgendwie, ich weiß es nicht. Es macht mich tatsächlich sprachlos. Ja. Ansonsten, wie hat euch eigentlich das Spiel gefallen und das Ende und was Ron Gilbert da jetzt abgeliefert hat? Die Grafik war ja ein großes, großes Thema in diesem Spiel und ich finde sie immer noch nicht gut. Mir gefällt die Grafik von Teil 2 am besten. Und zwar egal, ob Remaster-Version oder das Original. Mir haben beide sehr, sehr gut gefallen. Teil 3 fand ich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Aber das jetzt, ach genau, was mir auch nicht gefallen ist, war ja zum Beispiel so dieses Comic-mäßige.
Ich meine, es war immer so ein bisschen comichaft, aber dass Guybrush dann runterstürzt, dann ist der Baum weg und wieder hochgeschleudert hat, sondern er ist tatsächlich halb tot da unten mit Knochen gebrochen, Knochen schauen schon raus und so weiter. Und dann, oh, ich habe doch die Karte hier. Okay, mir geht's wieder gut. Und das ist jetzt wieder so eine Sache, wo mir nicht so gefallen hat. Es war schon immer ein bisschen comichaft, aber nicht so sehr. Es hat schon immer seine eigenen, eigenen Ding gehabt hier. So einen eigenen Stil gehabt. Genau. Wo, aber das war nie so abwegig dass Knochen auf einmal wieder so zusammenwachsen und dieses Looney Tunes Comichafte. Wenn er versteht, was ich meine. Es war eher so diese Comichaft. Ja. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das ist das, was mir auch nicht so am Spiel gefallen hat. Dass es auf einmal da ein bisschen zu übertrieben comichaft gewesen ist. Aber ansonsten, es war ein schönes Spiel. Es hat mich unterhalten. Und was will man mehr von einem Spiel haben? Mein Lieblings-Monkey Island wird es definitiv nicht werden. So, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Vielen Dank für die Kommentare, die ihr mir schreibt. Oder geschrieben habt in dem Fall. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr unten mal auf den Abo-Button drücken, falls ihr das noch nicht getan habt. Das würde mich doch freuen und mich auch unterstützen. Ja, und ansonsten sehen wir uns in einem nächsten Let's Play wieder. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Let's Play gehabt. Und ja, macht's gut und tschüss. Hey, willst du mein mächtiges Piratenalbum sehen? Schon als Kind wollte ich ein... Früher wurde man Pirat, indem man 3 Prüfungen absolvierte. Die Dinge nahmen eine unerwartete Wendung, als ich an den 3 Prüfungen... Monkey Island war ein... Wir kehrten...
Ah, einmal wurde es war ein toller. Oh Mann. Und dann war da noch das eine Mal, als ich... Oh, hier ist die Voodoo-Puppe vom Ende meines Big Whoop-Abends. Diese sind von damals, als ich das Geheimnis von Monkey Island gefunden habe. Ich begann meine Reise in der Scamba, aber ich merkte sofort, dass es nicht wie in alten Zeiten sein würde. Die neuen Piratenanführer konzentrierten sich auf Plündern und Brandschatzen. Aber Plünderwerte sind nicht alles. In manchen Vierteln war mein Ruf ein Nachteil. Ich habe mehr über Mobs gelernt, als ich jemals wollte. Ich traf die ungewöhnliche Entscheidung, mich LeChucks Mannschaft anzuschließen, um nach Monkey Island zu gelangen. Ich fing an, die Mannschaft zu mögen. Der Dienst auf LeChucks Schiff war eine interessante Erfahrung. Ich fing an, die Mannschaft zu mögen. Ich vergaß ganz, wie ein Zombie auszusehen, eine Meuterei anzuzetteln und das Schiff zu kapern. Meine Verkleidung hat gut gehalten, bis wir uns Monkey Island näherten und sie, eine Fehlfunktion hatte. Gollet war mein Vorgesetzter, kein sehr angenehmer Typ. Putra war sehr glücklich, als ich sie zur Chefköchin befördert habe. Ich wurde vom Schiff geworfen, aber das war okay. Ich war schon so weit gekommen, wie ich musste. Die eigentliche Rückkehr nach Monkey Island war nicht das, was ich erwartet hatte. Wir alle dachten, dass das Geheimnis irgendwo auf der Insel sein würde. Jeder hatte eine Karte, manche nützlicher als andere. Elaine und ich haben mein altes Schiff, die Sea Monkey, wieder aufgebaut, damit wir zurück nach Melee Island segeln konnten. Ich habe einige sehr persönliche Dinge über meinen Erzfeind LeChuck erfahren. Der vorübergehende Pakt, den ich mit meinen Feinden schloss, erwies sich als etwa 5 Minuten vorübergehender, als ich gehofft hatte. Es war ein Wettrennen darum, wer das Geheimnis zuerst in die Finger bekommt. Ich habe alle 5 goldenen Schlüssel gefunden. Ich frage mich, ob ich sie behalten sollte. LeChuck hat sich mit Madison zusammengetan, aber das war nicht von Dauer. Madison hatte vor, LeChuck zu verraten. Lila hatte vor, Madison und LeChuck zu verraten. Ich bin mir nicht sicher, ob Trent überhaupt sehr weit vorausgedacht hat. Whitey Bones hat mir alles über die goldenen Schlüssel erzählt. Elaine hatte viel um die Ohren, aber am Ende war sie an meiner Seite. Carla kümmerte sich um die Erdbebenhilfe, so gut sie es unter den gegebenen Umständen konnte. Ich habe Stan aus dem Gefängnis befreit. Wally wurde entführt. Die Voodoo-Lady ist verschwunden. Ich habe die amtierende Königin entthront und bin die neue Königin von Bermuda geworden. Ich habe Herman Toothrot in seiner gemütlichen Einsiedlerhöhle besucht. Ich habe es geschafft, das Geheimnis zu bergen, aber dann hat LeChuck es gestohlen und zurück nach Monkey Island gebracht, um es zu öffnen. Wir haben LeChuck wieder zurück nach Monkey Island gejagt und ich habe ihn aufgespürt. Elaine hat Flair Gory aufgehalten, während ich in den Affen gegangen bin. Jemand hatte sich eine Reihe von thematischen Piratenaffenrätseln ausgedacht, um die Unwürdigen fernzuhalten. Ich habe Wally gefunden. Ich habe dieses Modell des letzten Rätsels gemacht. Ich finde es ziemlich toll. Oh Mist. Wann ist das denn rausgefallen? Moment. Was ist das?